Optotune. Optotune, der weltweit führende Anbieter von flexiblen optischen Komponenten, wurde 2008 von den drei ETH-Ingenieuren Manuel Aschwanden, David Niederer und Marc Blum gegründet. Mit der konsequenten Umsetzung unseres Businessplanes von der Idee zum Serienprodukt ist es uns gelungen, ein Schweizer Hightech-Unternehmen mit 40 hochqualifizierten Arbeitsplätzen aufzubauen. Und das ohne Investoren und Fremdkapital. Was mich besonders freut, ist die Tatsache, dass wir seit dem ersten Jahr profitabel sind. Das Jungunternehmen mit Sitz in Dietikon hat in den letzten 5 Jahren 2 revolutionäre Produkte entwickelt, welche bisher unerreichte optische Funktionalitäten bieten. Laser gelten wegen ihrer herausragenden Effizienz als Lichtquelle der Zukunft. Helle und dunkle Punkte im Licht, die sogenannten Laser Speckles, haben den Durchbruch bisher verhindert. Unter Einsatz von neuartigen Materialien ist es Optotune gelungen, eine langlebige, kompakte und kostengünstige Lösung für dieses Problem zu bauen und damit den Weg zu ebnen für Laser in Konsumgüteranwendungen. Besonders spannend ist der Einsatz unserer Linsen in Handykameras. Optotune hat ein kompaktes Modul entwickelt, welches von einem führenden amerikanischen Mobiltelefonzulieferer in Produktion gebracht wird. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren einige lukrative Lizenzeinnahmen verbuchen dürfen. Für seine fokusvariablen Linsen hat Optotune das natürliche Fokussieren im menschlichen Auge technisch umgesetzt, was sich in der Geschwindigkeit, der kleineren Baugröße, einer höheren Zuverlässigkeit und tieferen Kosten bei gleicher Qualität auswirkt. Die beiden Produkte des Jungunternehmens finden breite Anwendung, zum Beispiel in neuen Kinoprojektoren, in 3D-Dentalkameras, in industriellen Kamerasystemen und in Konsumgütern. Optotune hat heute eine Basis von über 800 aktiven Kunden und arbeitet in seinen Kernmärkten mit den Marktführern. Die Chancen stehen gut, dass sich das bisherige Wachstum von jährlich 100% in den nächsten Jahren weiter fortsetzen wird.